Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin hier gerade in der Cyclery bei meinem guten Kollegen Lukas. Der eine oder andere hat es wahrscheinlich gesehen. Ich habe ein neues Bike am Start. Das ist in dem Karton da unten. Da hinten liegen die Felgen, Reifen, alles Mögliche. Und jetzt werden wir doch heute aufbauen. Ich will mal sagen, legen wir direkt los. Also, ich habe hier drin den Rahmen und ein paar andere Teile. Den Lenker haben wir hier oben. Ganz normal, wie gewohnt. Inspired Riser, kennt denke ich mal jeder. Und jetzt schauen wir einfach mal das gute Stück. Was haben wir hier? Schlauch, Sattel vom alten Bike. Und ich würde mal sagen, wir packen jetzt einfach hier alles mal aus. Ich lege das hier einfach raus. So, was haben wir als nächstes? Bremsscheiben, Bremskabel, Bremsleitung, natürlich auch essentiell. Dann haben wir hier so ein kleines Paket, das mir die Jungs von Maestro freundlicherweise zugestellt haben. Da haben wir die ganzen Schrauben drin und Headset-Lager und das ganze Zeug. Was haben wir hier? Griffe. Was haben wir hier? So ein Tape, um den Rahmen ein bisschen zu schützen. Ganz wichtig, um den Rahmen ein bisschen clean zu halten. Und was haben wir hier? Was könnte das wohl sein? Ich weiß es auch nicht. Ich lege das hier einfach mal hin. Das werdet ihr auch gleich sehen. Das ist auf jeden Fall richtig geil geworden. Und hier haben wir ganz viele Sachen für die Bremse. Ich nehme das hier einfach alles mal raus. Was haben wir hier alles? Bagura-Hebel, Klemmschalen, Bremssattel. Dann haben wir hier weitere Schrauben. Hier diese kleinen Magura-Blenden, Ventilkappen, das ganze kleine Zeug. Ja, servus. Hallo. Vielleicht eine Box haben wir mal, das da reinzustanzen, sonst findest du es nachher nicht mehr. Das reicht mir ganz gut. Okay, gut, machen wir so. Okay, also dann legen wir erstmal rein. Vorbau von Triltech, den Inspired Bash. Auch schon seit mehreren Jahren habe ich da ein Bike, habe ich noch nie Probleme gehabt. Und dann haben wir noch ein paar Schrauben, Pedale. So, und jetzt kommen wir zum Allergeilsten. Und die Jungs hier haben den Rahmen auch noch nie gesehen. Also ich würde mal sagen, wir machen das Ganze einmal aus. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier nicht reinschneide. Frame direkt zerkratzt, perfekt. Und das Geile ist halt eben, dass es Trial, also die Leute, die auf Insta das Ganze schon gesehen haben, die gleiche Farbe hat wie das Enduro, also genau das gleiche Geld. Der einzige Unterschied besteht darin, dass das Ganze Glanz ist und nicht matt. Und jetzt werdet ihr es auch gleich sehen. Das ist mal die Gabel. Sehr elegant, wie man sehen kann. Hier ein kleines Rideset hier drin. Ist auf jeden Fall ein richtig schönes Teil geworden, auch richtig schön verarbeitet. Ja, richtig geil. Und jetzt kommt das Allerwichtigste am Ganzen. Und zwar der Frame. Das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Teil und ihr werdet das jetzt auch gleich sehen. Und da haben wir das schöne Teil. Ha! Was meint er dazu? Hier haben wir hier schön das Peak-Logo integriert. Hier hinten haben wir natürlich das Bikebase-Logo. Meine beiden Sponsoren will ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall meine beiden treuen Supporter. Danke auf jeden Fall für die ganzen Schrauben an Peak und für die Jungs von Bikebase für den Support. Da hinten haben wir das Rideset-Logo, so ein bisschen zerkleinert. Man sieht es vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob man sieht, aber ist auf jeden Fall auch ganz geil. Hier haben wir einfach das Logo ein bisschen runtergebrochen. Hier hinten haben wir noch die Schrift von der letzten Rideset-Kollektion drin. Ist auf jeden Fall auch ganz geil. Und ja, gut, das habe ich eigentlich ganz vergessen. Hier haben wir natürlich noch die Narben, Industry 9, 690 Klicks, auf jeden Fall ein richtig geiles Teil, hinten so wie vorne. Die Kurbeln, die E-Wings, Titan, hatte ich noch nie zuvor, wird auf jeden Fall richtig geil. Dann haben wir hier die beiden Adapter, kann man eigentlich auch gleich zur Bremse legen. So, und die KMC-Kette, wie gewohnt. Also, machen wir ein paar Cinematic Shots, ich wünsche euch viel Spaß und dann sehen wir uns am Ende nochmal. Peace. Thank you.